Hallo zusammen, heute habe ich für euch das HP Spectre Pro X360. Und zwar, das ist ein super leichtes Ultrabook. Das wiegt gerade mal 1,5 Kilogramm. Und das Besondere ist, ihr könnt das Display komplett um 360 Grad nach hinten biegen. Das heißt, ihr könnt das Spectre Pro 360 als Tablet benutzen. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel so aufstellen, um Filme zu betrachten. Ihr könnt das Spectre Pro auch im Zeltmodus aufstellen. Das heißt, Tastatur ist hinten, die ist in dem Moment abgeschaltet. Und hier könnt ihr dann vorne eine Präsentation abhalten oder Filme oder Musik hören. Das Spectre Pro 360 ist natürlich auch ein Notebook. Das heißt, ihr habt hier eine Tastatur und ein berührungsempfindliches Display und hier vorne ein großes Touchpad. Das Schöne dabei ist die Tastaturbeleuchtung. Diese könnt ihr mit einer Taste, in diesem Fall ist das die F5-Taste, ein- und ausschalten. Das Spectre Pro X360 wird noch mit Windows 8.1 ausgeliefert, aber ihr könnt es jederzeit auf Windows 10 updaten und das Ganze kostenlos. In der Beschreibung bei YouTube zeige ich euch noch einen Link, wie ihr Windows 10 auf dieses Ultrabook aufspielen könnt. Kommen wir zu den technischen Daten. Wir haben hier ein Display mit 33,8 Zoll, das entspricht 13,3 Zoll. Die Auflösung beträgt 2560x1440 Punkte. Im Inneren ist eine Dual-Core-CPU verbaut von Intel vom Typ Core i7-5600U mit VPro-Technologie. Diese arbeitet bei 2,6 GHz, im Turbo-Modus sogar bis 3,2 GHz. Es sind 8 GB Arbeitsspeicher und es ist ein SSD-Modul mit 256 GB verbaut. Vorne gibt es eine Webcam mit Full HD Auflösung und die Netzwerkanbindung erfolgt über WLAN 802.11 ABGN und AC. Unterstützt wird auch noch Bluetooth, Wireless Display bzw. Miracast. Im Spectre Pro 360 ist ein Akku verbaut, der je nach Helligkeit des Displays bis zu 6-7 Stunden durchhält. Schauen wir uns jetzt mal die Schnittstellen an. Wir haben auf der rechten Seite einmal einen Headset-Anschluss, zweimal USB 3.0, einmal HDMI, einmal Mini-Display-Port, dann haben wir hier die Soundwippe und die Windows-Taste. Auf der linken Seite die Buchse fürs Netzteil. Hier haben wir die Öffnungsschlitze für das Belüftungssystem, eine dritte USB 3.0 Buchse und ein Ein- und Aus-Taster und einen Kartenleser für SD-Karten. Anschlüsse vorne sowie hinten sind keine zu finden. Genauso auf der Unterseite. Hier gibt es nur ein paar Lüftungsschlitze für die Abwärme. Zum Lieferumfang gehört auch dieses Sleeve, also eine Tasche. Hier könnt ihr das Ultrabook wunderbar verstauen. So schaut das Ganze dann aus. Hier ist das Spectre versteckt. Und damit das Aluminium nicht verkratzt, nutzt bitte immer dieses Sleeve, weil es wäre zu schade um das schöne Ultrabook. Das war mein Hands-on-Video zum Spectre Pro X360 von HP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.